Come on, little buddy. Come on, guys. Come on, let's go. Keep it up, I'm gonna push you down these stairs. Angus, get him. Watch out, watch out. I got a man in a chair. All right, everybody, come on. Break it up, let's go. Understand what probation means? Yes, sir. It means that if you continue down that same path, you'll be locked up and calling some cellmate daddy within a month. Yes, sir. If I had it my way, we wouldn't waste our time. You'd be inside already. Mr. Gray has made great progress. His share on willfulness was one of the most powerful things I've ever heard. I believe in this man. Let's hope you don't live to regret that faith. God works in mysterious ways. In this case, seems God is downright perverse. But I'll leave the salvation to you gentlemen. You stay out of trouble. Yes, Daddy. Excuse me? Yes, sir. Billy, remember, it's a disease. I know, Chad, I know. It's a disease. Meetings every day. Call you if I feel the need to use. Pray. I pray. In fact, I'm praying right now. You're very willful. Was very willful, Chad. Was very willful. I've changed. And you know what, Chad? You changed me. Gentlemen, shall we get the fuck out of here? Hey, stay in touch. Yo. Here you go. It's about time. Home sweet home. Let's get the fuck out of here. Back to the house, boys. Und damit erstmal hi und herzlich willkommen. Man kann schon sagen, herzlich willkommen zurück zu GTA 4 beziehungsweise im ersten damaligen DLC. Woran ich mich echt ein bisschen schwer tue. Ja. Warte. Mache ich normalerweise immer vorher, aber ich dachte, okay, ich brauche hier nichts später machen. Ich will bloß mal gucken. Weil, ganz ehrlich, also ich könnte das auch in der Nachbearbeitung machen. Ja, so, ein bisschen satter. Die ganze Geschichte, ich konnte selber kaum was sehen.
Also Intro war wahrscheinlich für euch auch ziemlich dunkel, außer ich habe es da nochmal ein bisschen aufgehellt und habe da einen Cut gemacht. Aber das ist schon wesentlich angenehmer. Okay, gut. Wir gucken mal, ob ich hier vernünftig wieder zurechtkomme. Aber das sollte eigentlich gehen. GTA-Steuerung ging eigentlich immer. Problem ist halt bloß, erstens, ich werde das schon wieder dann nicht lesen. Kenne ich mich doch. Und zweitens, wenn das hier eine Biker-Story ist. Oh, fuck. Also siehst du, das habe ich vergessen. Warte. Warte. Wo ist denn hier aus? Sorry. Sorry. Problem ist, Radiosender, kann ich den irgendwie ausstellen? Ist eigentlich bloß immer, weil dann, ihr wisst ja, ich hab's ja schon mal ein paar Mal erklärt, warum zum Fick? Also ich kann auf... Nee, das kann ich nicht machen. Das ist scheiße. Vielleicht ist es leise genug im Hintergrund, dass man es fast gar nicht hört oder so. Also momentan ist ja scheinbar aus. Ist ein bisschen doof, wenn die jetzt nicht quatschen, aber wie gesagt, ich habe es ja schon ein, zwei Mal gehabt, dass es dann komplett gesperrt war oder komplett gemutet war und ich vielleicht manchmal auch die Aufnahme gar nicht mehr hatte, dass ich das hätte einfach so rausschneiden können. Deswegen ein bisschen problematisch. Obwohl das komischerweise, glaube ich, bei dem Phil Collins Ding, ich glaube, das war auch bei 4 oder war das... Nee, war es glaube ich nicht, war bei City Stories oder so, hatte ich nicht das Problem gehabt. Aber ist ja auch egal, darum soll es ja nicht gehen. Wir sind jetzt hier als, ich weiß gar nicht, wie der junge Mann heißt, unterwegs. Und auf dem Bock, schwierig, ich werde mich wahrscheinlich öfters mal auf die Schnauze legen. Coming off heroin's kind of hard. I think I acquired this touch of amnesia. What business is more important, Mr. 1980s yuppie big shot, than your best friend's bike when he's close to getting a 15-year stretch? The business that pays his lawyer's fees. The business that puts food on all of our tables. The business that we are all in while you're out pretending to be saved. Get my bike! What am I, your fucking dog? You told me... Toby, don't tell me shit, you little fuck! Listen, Billy. They were pissed, and they had a reason. Your bike chopped that girl's leg off. You put Joe John's nephew in a coma. The deadbeats kept the bike, and we needed the money. We needed some balls. Some fucking heart. Something. Can't believe I'm hearing this shit. I can't believe I'm hearing this. After everything we did for you, paid your rehab, paid your lawyer's fees, paid your rent, paid everything. Shit, we set stuff up for you. We do well, man, but it's time to be smart. You're right. No, you're right. You know what I'm gonna do? I'm gonna run right out and buy a condo, get a mortgage, 401k, then fold that over into an IRA and a CD. What the fuck, man? Be smart, you fucking chump. You're ridiculous. Have you got a healthcare plan? Come on, Johnny, let's just get his bike. Well, on your head be it. It always is. It's called leadership. Shit meaning something. Yeah, and your shit means a lot, man. Come on. Johnny. Yeah?
Yeah? Wait, come here. Listen, man. Open up right now. You saw that shit I had to go through, right? It was really frustrating. Fucked up shit. Craziness, right? Okay, so I'm a little pissed off and I've been a bit of a prick lately. Come on, man. You and Angus built that bike for me? That's gotta stand for something. Yeah, you're right, brother. I'm gonna go get it. And you know what? Peace and prosperity be damned. Peace and prosperity be damned, my brother. You are my brother, John. Always. Let's go! Brothers, I couldn't let you run this tavern without me. You might fuck it up. Ob das so unter Hierarchien da in der Bike leben so ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir uns irgendwann gegen unseren besten Freund stellen müssen. Nehme ich erstmal an. Und die Mucke, die da im Club gespielt wurde. Ich meine, ich will nicht gegen die Leute sagen, dass halt Musik ist halt immer noch so jedem das seine. Also Geschmackssache, so. Wollte ich eigentlich sagen. Sie haben seinen Geschmack, aber ich will es zu kotzen. Ich hoffe nicht, dass das ganze TC über so ist, dass wenn wir irgendwo im Club oder so sind, die ganze Zeit diese Mucke da gespielt wird. Ey. Das ist für mich halt nur Rumschreierei und nichts weiter. Weiß ich nicht, das geht mir auf den Sack. So, und, warte. Obwohl, ich muss sagen, ja, verpiss dich, Alter. Junge, wir sind doch sowas wie Vizechef, glaube ich, ne? Kann der da am Weg rumstehen? Penner. Also ich muss sagen, momentan mit der Steuerung geht es noch von der Karre, aber ich glaube, bei Shoppern war das sowieso immer einigermaßen okay, außer dass die, naja, gefühlt mich mal ein bisschen lahmarschig waren. Dafür sind halt die, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, die schnittigen Motorräder halt, die Rennsemmeln wesentlich schneller. Die habe ich immer bevorzugt, auch wenn man da relativ leicht runterfallen konnte, das war glaube ich hier nicht so. Aber wir wollen ja, wir gucken das. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das relativ schnell eskaliert. Denn ich glaube, so lang ging das DLC für den GTA gar nicht. Also was heißt für den GTA? Ich kann ja mal bloß für den Hauptreihen ausgehen. Und ich möchte sagen, ich habe irgendwas von 6,5 Stunden oder so gesehen. Teil 4 zum Beispiel habe ich auch spaßeshalber mal geguckt gehabt, wie lang man dafür brauchte, um das ungefähr abschätzen zu können, ob das so stimmt bei How Long To Beat. Und muss sagen, das, was ich mir da mal selber durchgerechnet habe, anhand der Folgen, bin ich da echt anscheinend wesentlich schneller durchgekommen wie manch anderer. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich Haufen Nebengeschissele gar nicht gemacht habe. Ne? Also, ich bin ja straight up der Story gefolgt. Und das war's ja dann. Also, naja. Wie auch immer, ist ja auch nicht so wichtig. Muss mal so, halberwege informationsmäßig so. Vielleicht ist das jetzt erzählen. Also heißt an Folgen wahrscheinlich so, weiß ich nicht. Irgendwas zwischen 15 und 20, nehme ich mal an. Weil ich will ganz gerne mal wieder eine EP haben, wo dann vielleicht normale Folgenlänge ist. Also normal heißt bei mir so 20 Minuten. Und das hat, glaube ich, bei Teil 4 auch ganz gut geklappt. Weil langsam geht es in die Weihnachtszeit. Beziehungsweise, wenn das hier rauskommt, müsste schon Dezember sein. Und wie es im Handel halt so ist, in gewissen Wochen habe ich da nicht wirklich so Zeit. Da muss ich mich halt wirklich stark auf Arbeit konzentrieren. Oder habe dann bloß die Arbeit im Kopf, deswegen ist damit Aufnehmen ein bisschen scheiße. Pretty boy! Hey! Where's the bike? Oh, it's good to see you too, tough guys. What bike are you talking about exactly? You know what we're talking about? Billy's bike. Billy's bike? Jesus, man. It's been a long time. I thought he was dead. What's he wanted for? To sell for crack, right? Hey? Shut up. Listen, you know how it is. Things passed hands. Parts been changed up. Hard to say if that chop is even around anymore. Sorry, boys. You will be, my friend. You will be. Hey! Good to see you, Bill. Man, I thought you was dead. Jim, start up the bike. Whoa! Hold on. Wait! Please!
Where is my bike? Speak, you ugly fuck! Okay, listen. The Angels of Death took it to that place in Northwood. What the fucking Angels of Death? Thank you. Yes. Thank you! Nett, nett. Ja, wenn das alles ist, ja. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, maybe werden wir so ein bisschen fast drauf gehen und dann kommt erst die richtige Geschichte so. Oh Gott. Set 2 Friedrich und so, ne? You just don't get it, do you? This is what it's about. This. Not that money shit. We're in it to stick it to all those yuppies and hippies and motherfucking deadbeats. Give me a stiff drink, some hard drugs, the road in my chopper, that's all I need. Maybe an occasional bit of a hole. Wouldn't be a man if I didn't need that now, would I? How's Ashley, by the way? She's single? What about your brothers, man? Is this Ashley? Warte, warte, warte. Everything I do. About the laws. I don't exist without my brother, without you. If you don't get that, then you don't get nothing, John boy. It's that state of affairs. Yeah, well, it's some tough love you're showing them. Okay. Ich wollte jetzt doch mal ein bisschen lesen. Hat man vielleicht mitgekriegt, was die da erzählen? Oder woher der Name kommt? Also, wir sind von den Lost. Von den Losten, ne? Das jetzt hier eigentlich? Kann ich hier hoch? Ach, das ist eine Straße. Gut. Ist ja kacke, wenn die Helligkeit so sehr hoch gedreht ist. Man sieht halt sonst relativ scheiße aus. Also ich hoffe, das ist okay so. Was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, die verdammten haben wahrscheinlich bloß einfach der andere Club. So, und wir werden, denke ich mal, dezent am Arsch sein. So, kann ich? Bitte? Warte. Hab ich nur die scheiß Schrotflinte? Hatte ich nicht irgendwas anderes? Ich habe nur die Schrotflinte. Ja, super. Wie war denn das hier nochmal mit Rennen? Okay, das war Springen. Ich wollte gerade sagen, der muss auf jeden Fall weg, weil der hatte auch eine Schrot. Ne, der hatte die Schrot. Okay, ich bin fast am Arsch. Hä, wer hat mich hier nochmal getroffen? Ich bin tot. Ja? Also gut wie tot. War jetzt nicht so der schlauste Move, glaube ich. Jo. Läuft. Das ist scheiße. Ich hätte da vielleicht nicht so reinstürmen sollen. Und deshalb wollte ich eigentlich auch die ausschalten, die wahrscheinlich die Schrot haben. Und ich dachte, das wäre bloß einer. Und ich will selber nicht mit der scheiß Schrot rumrennen. Kann ich eine andere Knarre haben? Lol. Guck dir das doch mal an, Alter. Wenn das kann ich nicht. Ich will echt eine andere Waffe haben, Mann. Warte mal, kann ich mir nicht bei dem eine andere Waffe einfach mal holen? Es sind bloß 17, aber. So, da war keiner mehr, ne? Tatsächlich, wir können das Ding doch einfach machen lassen. Habe ich hier noch eine Waffe? Die stehen perfekt. Hör auf, den anderen zu visieren, Mann. So, der ist weg. Nein, Alter, dreh dich doch mal um, wenn ich hier umdrehen drücke. Alter, immer noch. Das war es jetzt wert gewesen, ja. Ach so, hoppala, ich dachte, ich muss nachladen. Okay, jo. Danke.
Danke. Wo ist denn mein Moped? Ach, hier. Ja, weiß ich nicht. Aber die Schrot ist halt so... Okay, warte mal, wie... kann ich damit auf... Anvisieren kann ich nicht, ne? Was ist das denn, wenn du mit dem zusammenfährst? So, ich muss hier im Verband fahren, ansonsten erscheint meine Hütte nicht. Was? Frauen, Gesundheit im Weg. Okay. Aber wo ist denn das Symbol jetzt, Mann? Oder kam das jetzt bloß und ich bin geheilt? Doch, ich bin geheilt, ne? Oh, Junge. Ich komme an das Scheiß-Symbol nicht mal ran. Warte nur, oh, Leute. Hallo, bloß weil da ein Bullenwagen ist? Ich weiß nicht, ob das ein Bullenwagen ist. Ist ein bisschen komisch, aber okay. Ich will mich jetzt nicht schon am Anfang des Spiels beschweren. Aha. Na warte, hä? Kommt das echt jedes Mal? Also wenn ich es richtig verstanden habe, das ist halt meine Gesundheit und mein Bike, ne? Also wenn ich irgendwo gegen Schapper oder sowas mache, ist da schon ein Kratzer drin. Kommt das dann jedes Mal? Also das könnte ein bisschen nervig werden. Alter, Mann, verpiss dich. Und wetten die Bremsen hier wieder? Ja, das war so klar. Ja. Das kommt halt echt jedes Mal. Ich weiß nicht, ob man das ausstellen kann. Was? Ich hab da bloß irgendwas von Vögeln und das Bike muss deshalb bis morgen warten. Okay. Alter! Danke, ihr Arschlöcher. Jetzt habe ich auch noch einen blauen. Ich weiß nicht, was das heißt. Also der blaue Balken, wofür er stand. Okay, Bill, got your bike. Take what you gotta take, drink what you gotta drink, fuck what you gotta fuck. I don't care. Kill who you gotta kill, but get it out of your system. And when you do, give me a call and we'll get back to business. You're not my PO, brother. Remember who the head of this chapter is. I do, man. Trust me. Tell me, do you still have Ashley's phone number? Why don't you give her a call for me? Tell her I'm inside getting all sorts of fucked up and that I would really like... meaning all of us, would love some whole